Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von ARK Survival Evolved zusammen mit German Let's Play. Hallo. Leute, abonniert beide Kanäle, um zukünftig keine neuen Folgen mehr zu verpassen. Aktiviert die Geilo-Glocke und Manuel. Ja. Wir werden am heutigen Tag hoffentlich ein Tier zähmen, welches es uns ermöglicht, an Decken zu kleben. Spider-Man? Ja, Spider-Man. Wir versuchen es zumindest. Mal gucken, ob wir das schaffen. Dazu müsste hier in der Nähe ein Swamp Cave sein. Was? Die Leute haben geschrieben, Megalania, und der wohnt in Swamp Caves. Und wo ist ein Swamp Cave? Ja, warte, ich guck mal nach. Der muss nicht weiter, eigentlich links von uns. All die Jahre neben uns? Ja, rein theoretisch muss der wirklich. Ja, Spider-Man. So, irgendwo hier links. Das müsste wirklich super in der Nähe sein, der Swamp Cave. Weil der ist praktisch die Weiterentwicklung von unserem anderen Vieh. Weißt du, wie heißt der nochmal? Meinst du gerade der... Ach ja, schmeckt! Ja, eben, ja. So, warte mal, hier müsste irgendwo der Eingang sein. Aber das ist doch keine Katze, oder? Nee, ist eine Echse. Ja, ich glaube, ich habe den Eingang. Wo bist du? Bei 62, 37. Oh, hier ist gemütlich. Ich werde mal Willi in die Luft fliegen und dann absteigen, damit er nicht sterben kann. Oh ja. Da habe ich nämlich absolut keine Lust drauf. Ja, da rutsche ich auch gerne den Berg runter und bekomme nicht mal Schaden, lol. Ich auch nicht. Way, aua. Tot. Hälfte Leben. Hälfte Leben. Ja, ist kein Joke. Halb so wild. Ui. Willst du vorgehen? Ist bestimmt angenehm hier. Achte unbedingt darauf, auf Viecher, die an der Decke kleben. Aua! Ach, das ist der, den wir schon mal... Ich weiß auch nicht, was das war. Der uns schon mal attackiert hat. Was? Ist es giftig hier? Ich weiß, es ist ein Swamp Cave. Raus! Ich bleib mal im Stehen. Ich bin fast draufgegangen. Nee, wir sind irgendwo draufgetreten. Es passiert mit mir nichts. Ich gönn mir einmal die 0 und einmal die 8. Doch, hier bekomme ich Schaden. Hä? Ah, warte mal. Brauchen wir so eine Gasmaske oder so? Ja, tatsächlich. Oh, ich weiß, dass die teuer waren. Nichts! Aber wir brauchen absorbierendes Substrat. Was ist das denn? Oh, nee, oh. Da braucht was man denn? Harz für. Zwei Harz, zwei... Wir haben Harz, oder? Nee, haben wir nicht. Zwei schwarze Perlen. Haben wir, alles gut. Oh Gott. Aber warte mal, um ein Substrat... Wie viele Perlen haben wir? 8? 10? 10 könnten reichen. Ja, klar, reicht. Reicht. Ihr Astrein. Aber was ist mit Harz? Wir haben kein Harz doch, gebaut. Ich weiß, 40 wie man... Zement und 100 Metall. Ich weiß aber, wie man das bekommt. Ja, ich auch. Haben wir aber nicht die Ressourcen. Ja, aber dafür kann man doch diesen Harzsammler irgendwie machen. Ja, genau. Zement und 100 Metall. Harzsammler. Ja, easy going, junge Brudi. Was ist los bei dir? Agathe, komm her. Bin schon auf dem Weg zum Biberdamm. Biberbrüder. Ja, aber brauchen wir keine... Ja, vorhin hier so eine Gasmaske sollte ja reichen, ne? Ja. Dafür haben wir also die verkackten Perlen gesammelt. Ja, war geplant, wussten wir. Das war geplant, ja. Wir wollten ihn Motorboot. Wer will auch schon ein Motorboot? Oh. Wir müssen sich einfach die Perlen cheaten am Ende für ein Motorboot. Nein. Beim Quetzel war es, fand ich, gerechtfertigt. Ja. Also das wäre auch einfach unnötig langweilig für die Zuschauer weiterhin geworden. Also muss man einfach mal so sagen. Es gab auch Leute, die uns dafür kritisiert haben. Kann ich aber nicht verstehen. Wenn wir jetzt im kompletten Projekt irgendwie uns Metall gecheatet hätten oder sämtliche Ressourcen, oder dann würde ich sagen, okay, warum spielt ihr eigentlich? Dann stellt euch die ganze Zeit doch hin und cheatet euch alles. Aber im Quetzel war es halt einfach, ja. Also hätte man mir gesagt, dass es definitiv noch einen Quetzel auf der Map gibt, dann ja. Dann hätte ich auch gerne noch kurz gesucht, aber erstmal wusste ich es nicht, ob noch einer da ist, und ich halte es auch für sehr unwahrscheinlich. Wenn, zumal wir haben ja wirklich, voll so Probleme, also den haben wir uns einfach verdient, so viele Jahrzehnte, wie wir hier rumgeflogen sind, ohne dass es überhaupt einen von den Viechern gab. Ganz ehrlich. Das ist halt echt das Allerdümmste, dass wir die ganze Zeit gesucht haben und gar keiner da war. Ja. Und woher willst du das wissen? Dafür kannst du ja auch nichts. Ja, riechen kannst du das auch nicht. So, einmal ein Harzsammler. Perfekt. 40 Zement. Da muss ja haben noch... wir? Wieso haben wir nur noch 33 Zement? Du hast so letztens 250 gefunden. Ja. Das war das, was ich meinte mit der Waffe. Dass sie so absurd teuer ist. Oh. Ja, ich renne nicht umsonst gerade zu einem Biberdamm. Oh. Aber du kannst Zement herstellen. Jo. Stimmt. Was ist... nimm dir Leute, einfach... Was ist falsch mit dem Jungen? Was ist falsch mit dem? Er weiß, wie oft mich diese Waffe schon gerettet hat. Ach, ja, von meinen ganzen Sachen, die ich immer sammel. Ich sammel den ganzen Kram dein Zement, und du ballerst die Sachen dann einfach immer raus. Ist so. Crafte doch einfach Zement. Ich hab den Harzsammler. Wo hat es denn jetzt Zement? Es war noch
in dem anderen was drin. Ach, das muss man an so einem dicken Baum machen. Als Oppi. Ach so, ja, den man nicht abbauen kann. Ja, ja, der ist stationär. So, hier ist das Ding. Harzsammler. Enthält das gesammelte Harz, das im Laufe der Zeit aus dem Baum gezapft wurde. Zeit? Zeit? Oh, oh. Ich guck mal nach dem Harzsammler. Da, Baumsafthahn. Was denn? Oh, es dauert circa 30 Minuten, bis ein Stapel von 20 Saft produziert ist. Ah, ja, aber es kann ja sein, dass der immer was reinfluppt. Weißt du, so zwei. Und das wird ja schon reichen. Ja, ja, wir können ja erstmal... Wie viel brauchen wir denn? Wir brauchen... Warte... War nicht viel, oder? Doch, 2 pro absorbierendes Substrat. Und wir brauchen insgesamt... 2. Ja, also 4, 8. So geht 8 doch. Harz. Also 15 Minuten warten. Ey, aber da ist ja noch... Nee, aber die Frage ist ja, ob praktisch so ein Stack reinkommt. Ja, ja, eben. Keine Ahnung. Ach, Mann. Angeblich ist auch der Ghillie-Armor gut. Für diesen Swamp Cave. Guck mal, die sagen auch, man soll Metal Spike Walls mitnehmen. Was? Damit man Passagen blockieren kann und dann killen die sich selber, weil sie halt einen angreifen. Ah, yo. Die haben wir auch nie mehr gebaut, ne, nachdem ich die einmal gefunden hatte. Ne, wir haben die noch nie gebaut. Ich hatte die nur einmal in einem Drop, ganz am Anfang. Ah, hier sind noch Ghillie, glaube ich. Unter Kühlungsisolierung. Ja, das ist, glaube ich, fürs Überhitzen ganz gut. Ich nehme mal so einen mit. Was ist denn das? Die schützen vor Überhitzung. Haben wir denn noch die Atemgeräte? Ja, angeblich muss man da auch tauchen. Okay, ich hab alles dafür. Ja, ich auch. Kein Problem. Da ist... Ja, 3 Harz haben wir schon! Ja, danke, Spiel, dass du das so gemacht hast. Danke, Junge! Oh. Ja, also erstmal 4, dann kannst du craften und dann... Ich hab's jetzt erstmal erlernt. Genau, 10 Kristall... Oh, 20 Polymer. Oh. Ja, also brauchen wir Zement. Zement oder einer geht noch um zu dem Pinguin. Also ich suche die ganze Zeit Zement, aber ich sehe nichts. So weit wäre es ja an sich nicht, oder? Schnell zu dem Pinguin von dir aus zu fliegen. Ja, geht. Geht. Wäre sinnvoller, als jetzt hier Zement zu suchen, oder? Das stimmt. Du, wir müssen sowieso Zement aufs suchen? Harz so warten. Nee, ich muss auf das Harz warten. Hä? Ja, du kannst ja weggehen, musst ja nicht die Hand halten. Doch. Und... Ja, da ist der Harz. Ja, da. Harz 4, Warte mal. Ich brauch doch hier Poly. Wir sind doch noch 25 Poly mehr drin. Ja, aber reicht das? Ja, fast. Also ich wusste, dass wir noch was haben, aber jetzt nicht, dass es reichen sollte, würde. Nee, doch, warte mal. Junge, was los hier? Wir haben locker genügend. Ja, wo macht man denn dieses Subs? Absorbierendes Substrat. Kann nur hergestellt werden. Ah, im Chemielabortisch. Ja. Komm her, Labortisch. Ach, Agathe, Mann. Jetzt bleib mal. Chill mal. Was? Was denn? Bin ich dumm? Was hast du getan? Ach so. Nee. In diesem Labortisch, da wird das ja immer vervielfacht. Wegen diesem Harz und so weiter. Oh, das könnte... Ach so, du meinst gerade, dass wenn du etwas herstellst... Ja, ja, das könnte jetzt hier gerade echt ungut ausgehen. Aber das ist doch eher ein Vorteil. Ja, als Nachteil. Nee, es kann auch eher ein Nachteil sein. Hast du das komplette Öl verbraucht? Nee. Okay. Wir müssen Öl haben. Ja, wir haben auf jeden Fall Öl. Ja, hier Öl. Naja, weil du halt 8 für ein Dingens hast. Weißt du? Ach so. Das, was wir sehen, ist die Berechnung eines, wie heißt das denn nochmal? Dieses, weißt du, was ich meine? Meißel-Dingens. Ja, ist ja egal, da machst du ein Meißelteil und... Nein, man kann das nur im Chemielabortisch machen. Hä, aber dann verstehe ich das Problem nicht. Ja, weil du halt immer nur 8 dafür brauchst. Aber wir haben 12 und auch nur 12 schwarze Perlen. Wir könnten aber rein rechnerisch wesentlich mehr machen. Weil du brauchst komisch, ja immer, dass das dann so dargestellt wird. Ja, ja, verstehe schon. So, dann den einmal einschalten. Sehr bescheuert. Und wie viele können wir davon machen? Ja, vielleicht kommt da auch eine richtig krasse Menge raus. 6 kommen raus. Ja, okay. Es wird hochgerechnet, genau. Okay. Das reicht, Kristalle und Polymer. Wo wirst du denn hergestellt, lieber Gasmaske? Wie knapp ist das denn? Fabrikator, okay. Und das einmal, Gasmaske. Genau, da fehlt noch das Polymer. Hey. Und 2 Stück werden hergestellt. Ja. 1. Ich sehe es, danke. 2. So, das wiegt doch gar nichts. Der ausgeschaltet werden. Lol. Mal gucken. Ui. Sehe ich aber cool aus. Zeig mal deine. Wie cool siehst du denn aus mit den langen Haaren? Ja, ich bin echt cool.
Okay, dann nehmen wir die mal schnell wieder ab, nicht, dass die da direkt wieder irgendwas verbraucht. Ach so, ja, ja, auf jeden Fall. Und dann würde ich sagen, ab auf die Pferde und los geht's. Was denn? Was passiert? Ich mag nicht reden, ich... Du hast deine Maske zu Hause vergessen. Ich habe scheinbar die Maske weggepackt, ja. Dann gehe ich halt allein los. Ja, ja. Viel Glück, ne? Oh Gott, oh Gott. Spinnen. Ein Hit und in die Fresse. Du lebst immer noch? Alter, das kann doch nicht wahr sein. Ich werde sterben. Was? Wie viel hält die denn aus? Was? Die hat Level 430? Was? Die hatte Level 430. Hä? Das muss ein Bug sein bei unseren Einstellungen. 400? Wie oft hast du die denn angeschossen? Zweimal und dann habe ich nur noch mit dem Schwert draufgeknüppelt. Also... Gut, dass ich zurück bin. Sehr gut, dass ich zurück bin. Ich werde jetzt mal ganz schnell Betten für uns machen. Und zwar direkt vor der Höhle. Die hält einfach zwei Schüsse aus. Okay, das ist jetzt kein Wunder. Aber... Drei, also... Alter, wenn wir die zähmen gegen die Brutmutter. Ja, die ist Level 312. Ich bin bewusstlos. Alter, was ist denn da in der Höhle los? Also, es muss ein Bug sein. 312, Daniel? Vorher so alles 50, 70. Level 7. Level 1. Und dann sind in dieser Höhle... 400. 430, wenn ich bitten darf. Ich gehe mal weiter. Okay, ich habe alles, Brudi. Ich habe Angst. Oh, nee. Da vorne sind irgendwelche Fliegeviecher. Ja, kein Problem. Wenn Menü gleich da ist, alles tipptopp. Als ob. Als ob. Hilfe. Diese Fliegeviech-Konserven. Alter, dass die diese Schüsse aushalten. Die werden wahrscheinlich meine komplette Rüstung einfach zerstören. Ja, werden die. Aber ich gehe einfach relativ nah an den Ausgang. Ja, warte, Agathe, du machst das. Oh nein, nicht Agathe. Oh Gott, schnell auf Agathe drauf. Da kommen die alle. Da kommen die alle. Das ist so krass. Ja, ja, das sind super viele von diesen. Das sind so kleine Moskitos. Alter, die machen echt krassen Schaden. Und das sind nur kleine Fricken. Hallo, ich hinter mir die Moskitos. Ah, da. What? Alter! Ja, ich sag's. Was zur Hölle? Wie viel die aushalten? Was, wie viel halten die aus? Oh, cool. Alter, da. Ja. Was? Kein Wunder, dass die das aushalten, hä? Alter! Junge, Level 500. Ja. 620. 620. Alter, ich habe dafür auch mega viele Level bekommen. Ja, ich auch. Alter, Agathe hat 4 Level. Was? Ja. Ja, Willi auch 3. Was? Ja, nice. Das kannst du ja keinem erzählen. Wie viel Level? Ja, ich habe ein Level. Ja, ich level ja nicht mehr. Wieso? Ich bin Max-Level. Ach, du bist Max. Mit dem Char. Alter, ja, ey. Ey, geil. Wir können da noch einmal reingucken. Aber ich kann, warte. Ich packe jetzt mal hier so ein bisschen abseits ein Fundament das Bett hin. Ja. Und noch ein Fundament. Oh, sorry. Das ist mit mir durchgegangen. Ein Bett. 2 Betten. 3 Betten. Wow, sehr schön. Ja. Und wieder rein. Wir gucken noch einmal. Wir müssten dann echt mal sehen. Vielleicht ist es sogar gut, wenn wir die Viecher einfach benutzen. Alle rauslocken? Ja, um Viecher zu leveln von uns. Ja. Also ich meine, Agathe hat ja so ein hohes Level. Oh Gott, da sind schon wieder welche. Der vor der Quetze wird einfach vor der Tür stehen. Der ist doch direkt Level 40. Ne, ich sehe das eher, dass unsere Dinos das machen. Ach so, ja, ja, okay. Kommen die? Nee, die... Ja, da kommt nur ein so ein fettes Ding. Ich bin übrigens auch am Verdursten. Du musst mir gleich mal einen Zip geben. Oh nein, ey, lass einfach rauslocken. Naja, das und macht keinen Sinn, die abzubellern. Hier. Nee, lass die einfach selber. Das ist viel effektiver, glaube ich. Da ist es. Ah nee, sie machen es nicht gut. Wir machen es besser. Ja, Level 435, alter Schwede. Ich würde sagen, wir beratschlagen uns, mit welchen Dinos wir hier wieder hinkommen, um die richtig dick zu leveln. Ja, das macht und dann alles rauslocken. Die werden das ja auch schaffen. Stell dir vor, hier stehen irgendwie 6 Rexes vor der Tür und wir locken jeden einzelnen raus. Ja, damit können wir mit der Brutmutter richtig geil leveln. Ja. Also das müsste auf jeden Fall funktionieren. Ja, Ast rein, Alter. Brutmutter, willkommen. So, Leute, das war's mit der heutigen Folge von ARK. Lasst auf jeden Fall ein Abo da, um zukünftig keine neuen Folgen von ARK mehr zu verpassen. In der Videobeschreibung ist German Let's Play verlinkt. Wir wechseln uns ja immer mit den Folgen ab. Die morgige Folge kommt dann wieder bei ihm, übermorgen dann bei mir. Leute, ihr wisst Bescheid. Habt jetzt alle noch einen traumhaften Tag. Haut rein. Ciao, ciao.